Ja, ich bin begeistert von der Reise, weil ich das Schätzen gelernt habe und gesehen habe, mit wie viel Wertschätzung und Respekt in der Landwirtschaft gearbeitet wird, die Tiere gehalten werden, die Tiere behandelt werden. Ja, Chorizo war bei uns im Markt immer so ein Produkt, was von Mai bis Ende der Ferien funktioniert hat, weil die Leute das in Spanien gegessen haben. Es war nie ein ganzjähriges Produkt. Ne? Und ich glaube, ich kann es jetzt besser vermitteln, dass die Wertigkeit der Ware, die war den deutschen Verbrauchern nie so bekannt. Es war immer ein günstiges Produkt aus Spanien, hat ein bisschen an Urlaub erinnert. Aber wenn man das so, wie Sie das dargestellt haben und gezeigt haben, ist es ja doch ein hochwertiges Produkt mit der erstklassigen Ware.